Howdy, heute mit dem Film Lawman mit Burt Lancaster. Regie führt Michael Wiener, der führt ja auch Regie an Ein Mann sieht Rot und Satus Land. Die Musik ist von Sherry Filking. Der reiche Ranger Bronson hat in Sabata das Sagen. Als er und seine betrunkenen Cowboys in Bannock einen alten Mann erschießen, geht jeder von einem Unfall aus, außer Marcel Maddox, gespielt von Burt Lancaster. Er entschließt sich, die Mörder zu stellen. Tot oder lebendig? Der Film ist sehr blutig, aber das Blut sieht eher nach roter Farbe aus, aber so war es wohl damals halt. Ich will den Film jetzt nicht TIEFNAH vorwerfen, aber in einer CD schießt er auf ein Pferd. Also er wollte den Reiter treffen, aber er hat ihn das Pferd getroffen. Das Pferd fällt um und dann sieht man in Nahaufnahme, wie Burt Lancaster das Pferd in den Hals schießt. Also damit es nicht leidet, sondern sofort stirbt. Da frage ich mich, war das echt? Oder kann man ein Pferd so dressieren, dass es sich tot stellt? Im späteren Verlauf sieht man auch ein paar Aasgeier und ein paar Kojoten an dem Pferd nagen. Der Film ist aus dem Jahr 1971. Das erwähne ich, weil Anfang der 70er hat er drei Western hintereinander gedreht. Der erste ist Wild Tex, der zweite ist Lawman und der dritte ist Keine Gnade für Ulzan. Und dann hat er noch später in den 70ern mit Paul Newman den Western Buffalo Bill und die Indianer gedreht. Handlung gut, Darstellung auch gut, die Musik fand ich nur so lala. Fazit: ein kompromissloser, gut gemachter Western mit Burt Lancaster. So, das war's auch mit der Review. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.